Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Lias Crime Time. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuhören mögt. Ja, heute geht es um die 10-jährige Martina Möller, die 1986 zu Tode kam. Das gilt auch mittlerweile als Cold Case, dieser Fall, und deswegen möchte ich den auf jeden Fall nochmal hochholen und ein bisschen in Erinnerung bringen. Und ich freue mich, wenn ihr mir zuhören mögt. Aber ich möchte mich bevor wir mit dem Fall anfangen, noch ganz herzlich für 1500 Abonnenten auf YouTube bedanken. Und ja, ich freue mich über jeden, der mir gerne zuhört und gerne Kommentare schreibt zu den Fällen oder was auch immer. Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Fall von Martina Möller aus Neukirchen-Fluin. Es wird jetzt gleich noch ein paar Mal gesagt, der Ort. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber nehmt es mir nicht böse. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist oder nicht. Also, wenn ich es jetzt gleich noch ein paar Mal falsch sage, dann, ja, tut mir leid. Okay, wir fangen an. Es ist der 20. Mai 1986. Martina Möller, die kleinste von insgesamt 11 Kindern, lebt in Neukirchen-Fluin. Sie geht in die 3. Klasse und es ist einen Tag nach Pfingsten. Martina hat also jetzt einen Tag noch schulfrei, weil eben der Feiertag da mit einfloss. Ihr Vater ist aber schon arbeiten. Später gehen noch ihre Mutter sowie ein paar von Martinas Geschwistern arbeiten, die natürlich teilweise schon älter sind. Und die kleineren Kinder bleiben dann zu Hause. Sie haben aber alle eine Notfallnummer, unter der sie immer irgendjemand Erwachsenes erreichen können, wenn etwas ist. Am Nachmittag, als die Eltern weg sind, geht Martina aus dem Haus. Eins ihrer Geschwister sieht Martina noch das Haus verlassen und fragt das kleine Mädchen, wo sie denn hin möchte. Martina antwortet nicht und verlässt das Grundstück. Aber so ungewöhnlich war das Verhalten für Martina wohl nicht. Denn sie ging öfters mal alleine raus und spazierte durch die Gegend. Dieses eher zumindest zum damaligen Zeitpunkt ländlichen Ortes. Auf dieser Karte, wo Martina nämlich gelebt hat, es gibt so eine Drohnenaufnahme davon, sieht das auch alles sehr ländlich aus. Damals war es wahrscheinlich noch nicht ganz so bebaut wie heute. Deswegen war es wahrscheinlich damals noch ländlicher. Ich habe in einem All-Mystery-Forum nämlich gelesen, dass es doch eher ein ländlicher Ort ist, aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich da noch nie gewesen bin. Liegt wohl, glaube ich, in der Nähe von Duisburg. Als gegen Abend die Eltern von Martina zu Hause sind und erfahren, dass sie noch nicht zurückgekommen ist, fangen die Eltern an, sich Sorgen zu machen. Es ist schließlich schon circa 7:30 und Martina hatte gegen 15 Uhr circa das Haus verlassen. Die Familie wird langsam nervös und fängt an, Martina zu suchen. Auch Martinas Bruder Andreas, der wegen einer Familienstreitigkeit sich kaum noch zu Hause sehen lässt und seine eigene Wohnung hat, wird von seiner Schwester benachrichtigt. Er ist zu dem Zeitpunkt mit einer Mannschaft auf dem Fußballplatz. Andreas verspricht, sobald er etwas hört oder sieht, Bescheid zu geben. Als es immer später wird, beschließt die Familie, gegen 22 Uhr die Polizei zu informieren. Eine Suche in der Nacht, die groß ausgelegt war, brachte leider keinen Erfolg. Martina wurde nicht gefunden. Am nächsten Tag dann, den 21. Mai 1986, sucht die Familie verzweifelt weiter nach Martina. Nun schaltet sich auch ihr Bruder Andreas in die Suche mit ein und fährt mit seinem Fahrrad einige Kilometer, um nach Martina zu suchen. An der Nähe der Autobahn, die damals die A2 und heute die A40 ist, am Weimannsweg, einem Feldweg südlich der Autobahn, findet er in einem Gebüsch seine Schwester Martina. Martinas Auffindeort liegt nur 2 Kilometer von ihrem Wohnort bzw. Wohnhaus in der Krefelder Straße entfernt. Martina hatte ein Seil um den Hals. Sie wurde erwürgt. Ihr Bruder Andreas informiert die Polizei und die Familie und wird am selben Abend tatsächlich selbst noch verhört und mehr oder weniger als Tatverdächtiger behandelt. Denn die Stelle, wo Martina aufgefunden wurde, ist keine Stelle, wo man üblicherweise erst einmal suchen würde.
Dies macht die Polizei damals hellhörig. Da Martinas Bruder zu dem Zeitpunkt aber, wo sie zu Tode gekommen ist, sehr wahrscheinlich auf dem Fußballplatz war und somit ein Alibi hatte, scheidet er als Verdächtiger aus. Was aber für mich wichtig war, das haben sie auch bei Aktenzeichen XY gebracht, da gab es den Fall nämlich auch, da haben sie das mit dem Bruder auch nochmal extra aufgegriffen. Vielleicht doch irgendwo relevant für den Fall, man weiß es ja nicht, warum das sonst extra erwähnt wird. Aber da es natürlich mittlerweile ein Cold Case ist, kann es natürlich auch deswegen sein. Vielleicht doch die Annahme, dass er da vielleicht doch was mit zu tun haben könnte, man weiß es nicht. Warum die Polizei sich dazu entschieden hat, das dann zu veröffentlichen. Ja, es bildet sich dann nach Martinas Auffinden eine 30-köpfige Mordkommission. Und auch eine Nachbarin meldet sich bei der Polizei. Sie kannte Martina gut, wohnte nur ein paar Straßen von Martina entfernt. Sie hat sie am Tag ihres Verschwindens gegen 18 bis 18.30 Uhr gesehen. Sie haben sich kurz unterhalten. Martina sagte zu ihr, sie gehe nun nach Hause. Auf die Frage, weshalb sie so spät alleine unterwegs sei. Im Hintergrund war ein grünes Auto zu sehen. Die Nachbarin, die sich mit Martina unterhielt, sah Martina fortlaufen. Ein Mann sitzt in einem grünen Auto und winkt Martina zu sich. Die Nachbarin bittet aber, Martina weiterzugehen, wird aber dann von ihrer Mutter reingerufen und sieht Martina nur noch fortlaufen. Das Auto fährt zu diesem Zeitpunkt ein Stückchen weiter. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Martina ist jetzt quasi auf dem Weg nach Hause, aber das Auto fährt so ganz langsam weiter neben ihr her. Also man sah es jetzt nicht komplett wegfahren in dem Beitrag. Genau. Und auch eine junge Schülerin, die Martina kannte, meldet sich ebenfalls bei der Polizei. Sie war aber gegen 16 Uhr, also 2 Stunden vorher, bevor die Nachbarin Martina gesehen hat, am Tag des Verschwindens draußen. Sie sah Martina, die mit einem Mann sprach, der einen Schnauzbart hatte. Genau so beschrieb auch die erste Zeugin, also die Nachbarin, die sie um 18, 18.30 gesehen hat, den Mann, der im Auto gesessen hat. Er hatte also diesen Schnauzbart. Der Mann mit dem Schnauzbart muss sich Martina also häufiger an diesem Tag genähert haben, sie vielleicht sogar bedrängt oder belästigt haben. Vielleicht wollte er sie auch ins Auto locken, das ist natürlich nicht ganz klar, wäre aber natürlich eine Theorie, die auf jeden Fall denkbar ist. Der Wagen des Mannes hatte eine grünliche Farbe und wohl kein ortstypisches Kennzeichen. Leider konnte aber niemand das Auto so richtig beschreiben. Vermutlich handelte es sich aber um einen Ford Granada oder einen Opel Commodore oder so ähnlich aussehende Fahrzeuge damals. Ich blende euch auch ein paar Fotos von den Fahrzeugen ein, also von dem Ford Granada und den Opel Commodore. Und auch von dem Phantombild, zu dem wir jetzt kommen. Auch wurde nämlich durch die Zeugen ein Phantombild des Mannes erstellt. Er ist circa zwischen 30 und 40 Jahre alt damals gewesen, also 1986, ganz wichtig zu wissen. Hatte ich ja eben auch schon gesagt, aber natürlich ist er jetzt sehr viel älter wie damals. Das muss man sich dann natürlich immer dazu denken. Und hatte, wie gesagt, einen sehr auffälligen Schnäuzer, hatte dunkle Haare und sprach vermutlich Hochdeutsch nach Angaben. Auch muss er ortskundig gewesen sein, denn die Auffindestelle von Martina konnte man nicht so einfach finden. Die Polizei sagt auch, das Auto muss nicht unbedingt seins gewesen sein. Daher wahrscheinlich auch das ortsunübliche Kennzeichen, wahrscheinlich, damit man vielleicht auch nicht unbedingt erkannt wird. So gehe ich mal davon aus, ist ja nicht der erste Fall, wo das so passiert. Im Jahr 1986 lief der Fall von Martina nun auch bei Aktenzeichen XY erstmalig. Da blieb er aber ungelöst und brachte auch wenige Hinweise. 3 Jahre aber dann, nach Martinas Tod, kam der Schock. Es wird wieder ein Mädchen ermordet, missbraucht und erwürgt. Und das auch noch wieder an der Nähe der Autobahn, genau an der gegenüberliegenden Stelle von dem Fundort von Martinas Leiche. Dies war dann im Dezember 1989. Damals wird aber ein Täter gefunden. Es war ein 28-Jähriger. Dieser behauptet aber, mit dem Fall Martina nichts zu tun zu haben. Und es gibt keine Beweise, die für eine Tat sprechen würden. Ich weiß nicht, es muss ja auch DNA abgenommen worden sein von Martina damals. Und es wird dann ja auch mit dem 28-Jährigen verglichen worden sein. Also
ja, es spricht scheinbar nichts für ihn, aber es wurde da auch nochmal explizit erwähnt, dass es eben ja einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Fall gab und das wirklich an fast derselben Stelle, nur einfach gegenüberliegend. Und das ist natürlich schon ein krasser Zufall, will man mal so sagen, ne? Aber der Verdacht bleibt natürlich so ein bisschen dann im Kopf hängen. Im November 2020 kam der Fall dann das zweite Mal zu Aktenzeichen XY, aber diesmal in der Cold Case-Sendung, denn natürlich ist Matilas Fall nach so langer Zeit ein Cold Case. Darin erzählt die Ermittlerin auch nochmal über den Fall und dass Martina mit einem Kunststoffseil aus Polypropylen in Pfefferminzgrün gefesselt und auch stranguliert wurde. Das Seil habe ich für die YouTube-Nutzer jetzt auch nochmal eingeblendet. Die Fotos sind alle Originale, so wie es eben damals bei Martina gefunden wurde. Und die anderen könnt ihr dann ja mal googeln, die mich jetzt über andere Portale hören. Ja, die Duisburger Polizei bittet natürlich immer noch um Mithilfe aus der Bevölkerung und mittlerweile hat sich die Belohnung, die damals nur 2.500 Euro betrug, auf mittlerweile 25.000 Euro erhöht aus privater Hand. Und jeweilige Mitwässer hätten heute auch keine Strafe mehr zu erwarten nach so langer Zeit. Also wer da jetzt irgendwie etwas weiß vom Mörder oder vielleicht geholfen hat, Martina dahin zu bringen, obwohl es wahrscheinlich der Auffindeort auch der Tötungsort war. Aber jemand, der da halt irgendwas mit zu tun hat, der müsste heute mit keiner Strafe mehr rechnen, eben nur der Mörder selbst. Genau. Und ich habe dann gelesen, nach der Sendung in XY gab es zu dem Fall Martina Möller 450 Hinweise, was ich schon echt viel finde. Und laut den Ermittlern haben die Hinweise auch ein ganzes Stück weitergeführt. Der Kreis Wesel und Duisburg, also der Kreis Wesel-Duisburg, sei von großer Bedeutung. Allerdings ist natürlich jetzt schon ein Jahr nach der Ausstrahlung von den Cold Case-Reihen fast vergangen. Das war im November 2020, bei Aktenzeichen. Und es gibt bis heute keine neuen Hinweise in der Presse. Also ich habe wirklich auch nach den neuesten Artikeln, die so rausgekommen sind, geguckt. Da ist aus 2021 aber gar nichts dabei. Also, ja, aber ich habe letztens einen Mordfall gesehen, eine Sendung, da ging es, glaube ich, um Johanna Bohnacker, wenn ich richtig bin. Das wurde ja auch nach über 20 Jahren erst aufgeklärt und manchmal erfordert das ja auch eine lange Ermittlungsarbeit, die wir gar nicht so mitkriegen. Und vielleicht haben die Polizisten bzw. Kripo-Beamten ja doch in dem Kreis Wesel-Duisburg ihre Fährte aufgenommen und man kann der Familie natürlich nur wünschen, dass daraus vielleicht doch was geworden ist, dass noch weiter ermittelt wird und dass der Tatverdächtige vielleicht dann doch noch gefasst wird, der vom Phantombild, was ja sehr wahrscheinlich ist, dass es eben Martinas Mörder ist. Ja, das ist natürlich, wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Genau. Ja, ihr Lieben, das war jetzt der Fall Martina Möller, den ich euch vorgetragen habe. Heute spreche ich jetzt gerade mal 13 Minuten, aber über den Fall gab es jetzt nicht so viel zu berichten. Das meiste konnte man wirklich nur so ein bisschen lesen, es wiederholte sich, aber in vielen Fällen ist es auch einfach so, es wiederholt sich immer. Ich habe mir die beiden Videos von 86 und von letzten Jahr von Aktenzeichen angeschaut und ja, wollte den einfach nochmal in die Köpfe zurückrufen von allen und wer weiß, was es bringt, wenn wir diese Fälle immer wieder in die Öffentlichkeit bringen. Ein Täter wird dadurch ja auch immer wieder unter Druck gesetzt, weil viele Täter googeln ja auch ihre Taten, das liest man immer wieder und wer weiß, vielleicht bringt es doch irgendwann mal den gewünschten Erfolg und man kann wirklich nur hoffen, dass die Polizei mit diesen Spuren und Hinweisen vielleicht wirklich was anfangen konnte und der Mord noch aufgeklärt wird, weil es ist ein unheimlich schreckliches Verbrechen gewesen. Ich habe auch diese Rekonstruktion bei Aktenzeichen ja gesehen und da zog es mir alles zusammen. Also ja, Kindermorde sind sowieso so, so, so schlimm und da kann man noch mal mehr hoffen, dass die Täter gefasst werden. Ja, das war es dann für heute mit meinem Podcast von Martina Möller und ja, wir hören uns dann zu einem nächsten Podcast und ich sage bis dahin, eure Lia.